Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge vom Loot-Chest für Juli. Und schauen wir mal heute so, was da so drin ist. Ich habe noch nicht aufgeschnitten. Das mache ich jetzt mal. Und dann gucken wir doch mal, was denn für Juli denn so drin ist. So, ihr seht mein Mikrofon jetzt nicht. Ich habe die Lautstärke angepasst, beziehungsweise eine andere also dass das halt meine Stimme anders entsprechen. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie zu extrem sein wird. Aber ich glaube nicht. Das habe ich ihm gerade vorher alles nochmal getestet. So, dann legen wir mal los. Okay, das Heftchen, das liegt oben drauf, das will ich jetzt gar nicht sehen. Die haben es ein bisschen anders gepackt. Nicht so meine Reihenfolge. Zuerst kommen wir dann zu der Postkarte. So. Dann erstmal die Postkarte. Jetzt, wie man auch schon knistern hören kann, ein Beach-Handtuch, glaube ich. Ja, das sieht ein Beach-Handtuch aus, was ich jetzt nicht unbedingt an Greenscreen an. Ne? Ich weiß nicht, warum das so denkt. Auf jeden Fall ein Super Mario. Das Blaue ist es, was das? Nee, ich habe aber kein Filter drauf. Mario und Luigi scheinbar dementsprechend. Die rennen auf dem Rennen hier ab auf dem Handtuch. Das werden wir uns dann am Heft nochmal genauer angucken, weil im Heft wird das auch ausgedingst sein. Ich will es jetzt nicht unbedingt komplett auspacken. Batman. Gotham Knight. Gotham. Gotham? Wie Batman? Gotham Knight? Wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Das ist Comic zum neuen Batman Videogame. 5,99 € kostet das normalerweise. Hier ganz unten ganz klein 5,99 € und dann halt was dann noch so für Comic gibt. So, da können wir mal reingucken tatsächlich. Das will ich euch ja nicht vorenthalten. Na, guck mal ganz kurz mal rein, wie es von drin aussieht. Das kann ich ruhig auspacken. Da habe ich ein neues Handtuch. Ne? Ich glaube, das so auf. So. Ja, Comic. Genau, wie das vorne auch schon drin steht. Sieht ganz kurz mal. Mach jetzt mal irgendwo in der Mitte. Sieht das entsprechend dann so aus. Kleine Comic-Geschichte. So, dann haben wir einen Schlüsselanhänger. Star Wars Schlüsselanhänger. Wer kennt's nicht? Und dann kommen wir zum T-Shirt. Was normalerweise als erstes reinkommt. Wir haben es tatsächlich jetzt anders gepackt. Noch gleich wieder in die Folie machen, den Katzenhaare. Na, wer kennt den Kleinen denn nicht? Sollte man kennen. Mir fällt nur gerade der Film nicht ein.
beziehungsweise der Mehrteiler, ist ein mehrteiliger Film. Also gibt ja schon ein paar Teile mehr. Aber das sehen wir gleich. Und wir haben Halo. Spartan Mark V. Gibt es verschiedene Ausführungen von. Ich habe hier die Ausführung 21. Es gibt noch die 20 und die 22. Es gibt eine Funko-App von der ganzen Geschichte. Okay, das lese ich gerade zum ersten Mal. Ich habe ja schon ein paar Figuren ja da hinter mir. Da hinter mir. Genau. So, und lasst euch nicht von dem Drachen hier irritieren, der hier so rumfliegt. Ist so ein kleiner Test. Ich versuche gerade so ein bisschen was anderes auch noch zu machen. So. Ja, das war's auch schon. Das ging recht fix. Wow. Das ist echt nicht viel diesmal, aber groß. Aber Handtuch ist schon mal ganz gut. Übrigens, das Handtuch ist 70 x 140 cm. Falls das nochmal für Interesse ist. Genau. Dann war es das auch tatsächlich schon gewesen für dieses Video tatsächlich mit der Loot Chest für Juli 2023 und die Ausbeute ist relativ, aber ich mache immer diese T-Shirts. Das T-Shirt hatte ich auch vor kurzem mal auch noch mal angehabt bei Aldi. Da hat ein, ich schätze, er war 5 oder 6 Jahre alt, der saß im im Einkaufswagen und hat dann bei Aldi dann laut gesagt, zweimal in Abständen, geiles T-Shirt. Ich habe es überhört, beziehungsweise mit Absicht überhört. Ich habe nicht drauf reagiert, tatsächlich. weil das schon ein bisschen merkwürdig ist, dass das dann auch bei Aldi, dann auch im Laut. Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Ja, schreibt in eure Kommentare, unter meinem Video in den Kommentaren. Eure Kommentare mal ruhig gerne rein, was der Inhalt angeht, wie es euch gefällt, wenn ihr auch eine habt oder doch vorhabt vielleicht. Bedenkt dabei, das ist nicht gesponsert. Ich habe es tatsächlich, mache ich das aus Überzeugung, weil mir das auch persönlich gefällt, das Ganze. Deshalb habe ich es ja jetzt auch schon seit bestimmt schon, keine Ahnung, mehr als zwei, drei, weiß ich nicht. Die Loot Chest Plus. Und deshalb gucken wir, bevor wir das vergessen, da noch mal ganz kurz rein. Genau, das Handtuch sieht so aus, um einmal, sorry, mein Fehler, ich habe da gerade nicht gedacht. Für die, die jetzt schon abgeschaltet gemacht haben. Ja, wer länger bleibt und sich das Video von hinten bis zum Schluss anguckt, der wird dann belohnt, um nochmal zu sehen, was das ist. So, dann das ist Poster. Das ist das T-Shirt vom letzten Mal übrigens dann auch. Das ist immer das T-Shirt vom letzten Mal, das Poster. Und in der Plus-Version ist tatsächlich die Halo-Figur tatsächlich drin. Genau. So, und etwas konnte ich ja nicht richtig. Wo ist das denn? Da, genau.
Steht das hier? Krottbrie, Menschen, Pflanzen, gerade Sonderbrauch. Getränke, Krott macht's vor, macht mit. Okay, der heißt Krot, ne? Krot, KGROT, Krot. Aber mir fällt gerade der Film tatsächlich nicht ein. Den habe ich auch gesehen. Ich glaube, beide sogar. Weil es sich schon einen dritten gibt, weiß ich gar nicht. Ja. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Schauen und dann werden wir uns beim nächsten Mal bei der Lootchest sehen. Schauen, was dann da drin ist im nächsten Monat und wünsche euch was. Lasst ein Like da und nicht so viel disliked, weil mindestens eine Person macht das immer ständig. Das ist aber vielleicht nur ein Bot, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal und macht nichts, was ich auch nicht machen würde.